So, jetzt haben wir unsere Sarke auf Deutsch gesagt in der Öffnung, wo es reingehört. Ja? Und jetzt geht's weiter. Als erstes müssen wir die Sarke ausrichten. Und ich empfehle für diese Arbeit, nehmt euch richtig Zeit. So viel Zeit wie nötig, weil umso besser das Ganze hier ausgerichtet ist, umso weniger Kopfschmerzen hat man hinterher. Also, es geht los, das Ganze muss ja vag und lotrecht sein. Fangen wir mal an, dass wir überhaupt ein Gefühl dafür bekommen. Okay, ich müsste jetzt auf der rechten Seite etwas rauf. Bevor ich das Ganze ausschäume, weil wenn es ausgeschäumt ist, dann ist alles vorbei, dann kann man nichts mehr nachrichten. Bevor ich das ausschäume, hänge ich jetzt noch die Tür rein, um die Tür zu prüfen, dass das Türblatt schön schließt. Ja? Und das zeige ich euch gleich, wie ich das mache. Beziehungsweise ich zeige euch das mal kurz, wie ich das mache. Also, wie ihr seht, jetzt habe ich oben an den Seiten habe ich zwei Luftkessel in die Ecken und die habe ich dann dementsprechend so festgemacht, ja, die sind so festgemacht, dass ich dann das Türblatt dran machen kann, ohne dass da was passiert. Also, das wird mir schon das Gewicht von dem Türblatt halten. Deswegen kann ich jetzt schon meine Türbänder reinmachen. Ja. Man sich alles anschauen, ja, ob die Tür sauber anliegt oder ob man da was noch machen müsste. Wie gesagt, fürs Justieren nimmt euch so viel Zeit, wie ihr benötigt. Ja, und wenn es eine Stunde dauert, dann dauert es eine Stunde. Aber die Zeit muss man sich nehmen. So, also ich habe bei mir die Tür jetzt komplett ausgerichtet. Und ich habe ja gesagt, ich zeige euch dann, wie es von der anderen Seite aussieht. Und jetzt nehme ich euch mal kurz mal mit. So, also ich habe es oben fixiert. Das sieht man ja, oben ist es fixiert, dass sich da nichts mehr bewegt, weil sonst hätte ich ja den Türblatt nicht dran machen können. Ja, es ist jetzt komplett ausgerichtet. Und jetzt können wir das Ganze mal ausschäumen.
Ne? So, stellt euch wieder mal ab. So, also jetzt tun wir, wie gesagt, das Ganze ausschäumen. Und dazu muss ich jetzt echt nochmal so Kartons reinschieben, dass der Schaum nicht runterläuft. Also das sieht so aus. Ne? Ich mache mir nochmal einen Karton und schiebe rein. Die Zarke muss mindestens an 6 Stellen ausgeschäumt sein. Und das ist idealerweise, wo die Bänder sind. Einmal ungefähr auf die Höhe von der Türgarnitur vom Schloss. Ja? Also 1, 2, 3 Punkte rechts und das gleiche gegenüber auch dreimal. So, das ist typisch. Typisch. Naja. Okay. So, dann machen wir das gleich mal da rein. Ja, auf diese Höhe. So. Ich verwende ein, zwei Komponentenschaum, der ist am Anfang sehr flüssig. Das heißt, es würde ja einfach dann runterlaufen, wenn da kein Gegendruck da ist. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, ja, ich habe überhaupt keine Strähnen mittendrin. Das Gute ist bei dem Schaum, der drückt so gut wie gar nicht. Also der hat ganz minimale Ausdehnungskraft und daher wird er auch meine Zarke nicht verschieben. Den benutze ich jetzt nicht zum ersten Mal, daher weiß ich, dass es so ist. Ne? Normalerweise mache ich immer Kartons rein und jetzt in der Eile des Gefechts habe ich es vergessen. Aber als Vorführeffekt ist es ja, das Beste in dem Fall, was passieren könnte, für mich nicht so ganz toll. Also ich habe schon eigentlich auch vorbereitet gehabt. Ja. Normalerweise mache ich hier immer so eine Pappe rein, damit genau das hier nicht passiert, ja, aber bei dem Schaum bin ich noch guter Dinge, dass ich das ohne größeren Schaden noch wegbekomme, weil das ist ein spezieller Schaum, wie gesagt, der drückt kaum, ne? Also der ist mir so auf die Klebkraft und das ein bisschen, was jetzt so neben rausgegangen ist, ich bin mir sicher, das kriege ich weg. Oh, das kann ich euch ja dann zeigen. Okay, also im Idealfall, wie gesagt, vorher diese Pappe beilegen in der Falz, ja, und dann passiert das hier nicht. Aber zur Veranschaulichung war, glaube ich, war das jetzt gar nicht mal so verkehrt. Und das zeigt auch, dass man manchmal in der, ja, im Eile des Gefechts das eine oder andere vergisst. Aber gut, was uns nicht umbringt, ne, macht uns nur härter und stärker. Alles klar, dann können wir jetzt nur noch warten, bis das Ganze aushärtet und dann können wir unsere Türblende drauf machen und das Aushärten dauert bei dem Schaum vielleicht 10 bis 15 Minuten, dann kann man schon die Blende drauf machen. Ne? So, also unser Schaum ist ausgehärtet. Ich habe schon jetzt teilweise schon das Zeug weggeschnitten, ne? Also wenn der Schaum fest ist, kann man den überschüssigen Schaum abschneiden. Und der nächste Schritt ist die Blende drauf machen. Ne? So, da ist meine Blende. Die machen wir jetzt drauf. Fangen wir oben an. Stecken wir sie rein. So, und wir oben machen wir schon gleichmäßig rein. Ich habe jetzt bewusst kein Leim rein. Man kann das Ganze anleimen, ja. Aber ich denke, wozu? Wenn man
irgendwann mal die Tür austauschen will oder wie auch immer, dann tut man sich doch schwer, das Ding da rauszureißen. Ich meine, so fällt es von alleine auch nicht raus. Ja? Also man kann es leimen, wenn man möchte, aber ich mache das persönlich nicht. Weil ich denke, man kann jede Zeit, warum auch immer, ja, wenn man irgendwie Kabel oder irgendwas um die Zarge herum verlegen will oder was, dann ist das Ding lose, kann man jederzeit raus und wieder reinmachen. So, es neigt sich schon das Ende. Jetzt sind wir schon beim letzten Abschnitt und zwar von der Türgarnitur bis bzw. die Türkrücke. So, David, meine Geschichte wird immer eine Schablone im Set der Türgarnitur mitgeliefert und die kann man dann auch nutzen. Also als erstes muss man uns unsere Löcher, die wir benötigen, übertragen an der Tür. Dafür schieben wir einmal von der Seite das Ganze rein und schauen, dass wir halt das Ganze auch im Lot, also so gerade wie möglich hinbekommen. Da sind ja auch, wenn man das erkennt, hier sind Zahlen dran und da kann man sich schon ein bisschen danach orientieren. Dann tue ich es mal kurz anfixieren mit dem Klebeband. Dann tue ich halt nochmal vor. Kreuzschraube ist hier mit einer guten Spitze. Dann tue ich mir das Ganze mal hier reindrücken, dass es markiert wird. Auf die andere Seite genauso. Also den Fehler bitte nicht machen, dass ihr von einer Seite komplett durchbohrt, weil dann versaut ihr euch nur euer Türblatt, weil von der anderen Seite sieht es dann nicht so schön aus. Deswegen bitte unbedingt immer von zwei Seiten bohren das Ganze. Hier zum Bohren ein Siebener Bohrer und dann beim Bohren bitte darauf achten, wie gesagt, nicht so viel Druck aufüben, dass sie auf einmal von der anderen Seite rauskommt, sondern das muss man schon ein bisschen, sagen wir, mit Gefühl machen, das Ganze. Da muss man immer drauf achten, diese kleine Nut hier, ja, die muss immer nach unten zeigen, dann ist es richtig rum. So, und das Ganze mit
Schraubenzieher ziehen und nicht übertreiben, also, weil da kann man es auch übertreiben, ne? Bei dem Festziehen so, dass es durchbricht und das muss nicht sein. Wenn es fest ist, dann ist es fest, weil nach fest kommt. So, ihr Lieben, ich muss jetzt hier improvisieren. Das heißt, wenn meine Stimme zum Bild nicht synchron ist, dann habt bitte da Verständnis. Da hat mich mein Mikrofon zum Schluss im Stich gelassen. So, aber ich versuche jetzt einfach zu improvisieren. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr konntet die eine oder die andere Info für euch mitnehmen und dass es der Video auch für euch im Großen und Ganzen hilfreich war. Ich werde mich freuen, wenn ihr auch das Ganze kommentiert, eure Meinung dazu gibt oder ob für euch noch etwas unklar ist, würde ich gerne für euch noch aufklären. Und zum Schluss, wie ihr es von mir gewohnt seid, noch ein bisschen was zum Lachen. Treffen sich zwei Freunde, sagt einer zum anderen. Ich möchte auch Millionär sein wie mein Vater. Wow, sagt der andere. Dein Vater ist Millionär? Nein, aber er möchte es auch. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, mach's hübsch. Feierabend.